Tag, mein Name ist Afshin Seresti. Ich bin ein deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund aus dem Iran. Ich engagiere mich für die Menschenrechte und ich bin auch Arzt und würde ich sehr gerne auch anderen Menschen helfen. Ich helfe seit Jahren für die Migranten, für die Asylbewerber und Asylanten, dass sie auch in diese Gesellschaft sich integrieren können und integrieren dürfen. Was ist Ihre Hoffnung für Deutschland? Meine Hoffnung für Deutschland ist, dass wir eine offene Gesellschaft aufbauen für alle Menschen, egal von welchem Herkunft, dass sie sich hier entfalten können, dass sie sich hier engagieren können, dass die Gesellschaft eine Gesellschaft ist für alle Menschen, dass sie sich auch alle Menschen dieser Gesellschaft zugehörig fühlen. Wir unterhalten uns heute über eine Geschichte eines Arztes, der deutscher Staatsbürger wurde und leider Dinge erlebt hat in Deutschland, wie er sie hätte nicht erleben sollen. Er ist eines schweren Vorwurfs beschuldigt worden, eines unglaublichen Vorwurfs. Was wurde ihm zum Vorwurf gemacht? Es wurde mir zum Vorwurf gemacht, dass ich ein Extremist sei, ein islamischer Terrorist sei, von Seite der Verfassungsschutzbehörde, und dadurch wurde mein Leben einfach verändert. Dieser Vorwurf wurde auf Verleumdungsbasis entstanden und die Verfassungsschutzbehörde machte aufgrund dieser Verleumdungsbasis mir einen Eintrag und ich bekomme dadurch Ärger, werde ich diskriminiert, wurde ich seelisch terrorisiert und ja. Und da in dieser Kurve, dass mein Leben in dieser Gesellschaft praktisch schwer und werde hart. Ihre Hoffnung ist, dass Sie dennoch als Arzt hier in Deutschland tätig werden können und dass Ihnen Gerechtigkeit widerfährt und dass Grundrechte und Menschenrechte umgesetzt werden? Selbstverständlich. Es ist meine zentrale Wunsch ist das, dass man in dieser Gesellschaft Gerechtigkeit schafft. Demokratie in einer Gesellschaft bedeutet Menschenrechte. Menschenrechte sind die Schätze und Werte in einer Gesellschaft. Darum kämpfe ich. Darum möchte ich, dass das umgesetzt wird. Darum möchte ich, dass das umgesetzt wird. Herr Afshin Seresti, aus welchem Grund sind Sie nach Deutschland gekommen? Ich bin hierher gekommen, um zu studieren. Ich habe im Iran 2 Jahre Medizin studiert und wollte ich da auch weitermachen. Und wegen der sozialen Probleme, die im Iran gab. Und dann habe ich entschieden, nach Deutschland zu gehen. Und hier meine Studium fortzusetzen. Das heißt, Sie hatten in der Hauptstadt Teheran Medizin studiert? Ich habe 2 Jahre da Medizin studiert, ja. Und dann habe ich abgebrochen. Aus welchem Teil der Islamischen Republik des Irans kommen Sie? Aus welchem Teil des Landes? Ich bin nach der Revolution. Ich habe sehr kurz vor der Revolution erlebt, als ich 6, 7 Jahre alt war, es ist die Revolution geschehen und danach praktisch die Schulzeiten waren in der Revolutionszeiten, die Krieg mit dem Irak gab und so weiter. Die habe ich auch erlebt und dann habe ich entschieden, so gab es so viele soziale Probleme, soziopolitische Probleme im Iran. Dann habe ich entschieden, neue Kulturen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Das fand ich für mich eine Bereicherung und das ist so geworden, das ist für mich eine Bereicherung. Und, dass ich nach Deutschland gekommen bin, ich freue mich, dass ich neue Menschen kennengelernt habe, neue Kulturen. Das hat mir gut getan. Wie jung waren Sie, als Sie in Deutschland angekommen sind? Etwa 21 Jahre alt war ich, dass ich hier angekommen bin. 21 Jahre alt, etwa. Sie sprechen fließend Deutsch, was man jetzt ja auch schon die ganze Zeit während des Interviews hören kann und sich selbst ein Bild davon machen kann. Haben Sie die deutsche Sprache noch im Iran gelernt oder erst hier in Deutschland gelernt? Nein, ich habe die deutsche Sprache habe ich in Deutschland gelernt. Im Iran habe ich ja ein bisschen mit der deutschen Sprache selber mich befasst, aber nicht groß. Die habe ich
die deutsche Sprache in Deutschland gelernt. Nachdem Sie sich in Deutschland einleben konnten, etwas von den Menschen, vom Land und von Leuten und von der Kultur verstehen konnten, ist es Ihnen auch gelungen zu studieren, Medizin. An welcher Universität haben Sie Medizin studiert? Ja, ich habe eine Zulassung bekommen, Universität, an der Universität in Tübingen. Und da angefangen von vornherein, das ist vom ersten Semester nochmal Medizin zu studieren, weil die Zeiten wurde bei mir nicht anerkannt. Und nochmal musste ich 7 bis 8 Jahre dann Medizin studieren, damit ich ja, mein Medizinstudium beende. Und habe ich 2004 mein Studium praktisch in einer Universität Tübingen erfolgreich abgeschlossen. Normalerweise hätten Sie dann als Arzt arbeiten können, sollen und dürfen, und das ist auch zum Teil gelungen, aber es sind einige Dinge geschehen, die so hätten in Deutschland nicht geschehen sollen. Und was genau ist geschehen? Ja, 2004 habe ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen und dann habe ich mich auch beworben. Momentan besteht ein großes Bedarf an Ärzten, das weiß normalerweise momentan vielen, dass viele Ärzte gebraucht werden, und habe ich mich auch nach dem Studium beworben. Leider bekam ich keine Rückmeldung. Ich habe mich ein bisschen schon gewundert, aber ich habe daran nicht gedacht. Bis 2007 habe ich in einer Klinik angefangen in Kassel, und da wurde ich angesprochen, dass ich einen Eintrag bei der Verfassungsschutzbehörde habe, das heißt von dem Oberärzte und der Verwaltung des Klinikums. Das zeigte es, dass gewisse Kommunikationsstränge zwischen Verfassungsschutzbehörde mit den Kliniken gab, und darauf auch angesprochen, dass ich mich auch bei der Verfassungsschutzbehörde nachfrage, dass ich überhaupt einen Eintrag habe. Ich kannte eigentlich die Verfassungsschutzbehörde nicht. Für mich war es schon schockierend, dass ich in Deutschland einen Eintrag bei der Verfassungsschutzbehörde habe. Das konnte ich mich überhaupt nicht glauben. Wo ist die Verfassungsschutzbehörde? Wo bin ich? Nach hin und her habe ich nach Auskunft gesucht bei der Verfassungsschutzbehörde in Wiesbaden. Die hat mir geschrieben, dass ich einen Eintrag habe bei denen, weil ich mich für die iranischen Flüchtlinge engagiere. Und das ist einfach für mich sehr schockierend. Gegen diesen Eintrag habe ich eine Klage erhoben bei dem Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Die Verwaltungsgerichte in Wiesbaden, die haben auch entschieden, dass dieser Eintrag gelöscht werden muss. Muss ich nochmal fragen, Sie haben sich für einen internationalen Verein engagiert, um Menschen aus dem Iran, die aus irgendwelchen Gründen, politisch, religiös, aus welchen Gründen auch immer Probleme haben, zu helfen, Flüchtlingen, die das Recht haben, Asyl zu suchen. Und deshalb hatten Sie einen Eintrag? Ja, die war bei der Verfassungsschutz. Ja, das war das Argument, das Sie gemacht haben, aber das war der Vorschein. Nachhinein fand ich heraus, dass das wurde ich von anderen auch angesprochen. Die haben auch die Sache bescheinigt, schriftlich, weil ich eine andere Klage auch erheben musste. Die haben die Sache auch unterschrieben, dass die Verfassungsschutzbehörde mich mit dem islamischen Terrorismus erklärt. Da muss zuerst das verdaut werden, mit islamischem Terrorismus in Verbindung gebracht haben. Ich habe mit dem Islam gar nichts zu tun gehabt, geschweige denn mit einem islamischen Terrorist zu sein. Jetzt muss man dazu wissen, was der Zuschauer nicht sehen kann, man sieht es ja keinen Menschen an was ein Mensch glaubt normalerweise. Es sei denn, man trägt offizielle Amtskleidung oder Kirchenkleidung oder Kreuze oder Davidstern oder einen Hammer an sich und keine Ahnung was, je nachdem. Man sieht ja keinen Menschen an, welche Weltanschauung, wofür er steht und welchen Glauben er vertritt. Sie sind noch nicht mal islamischen Glaubens, sondern muslimischen Glaubens.
sondern in welcher Glaubensüberzeugung, aus welcher Familie kommen Sie, aus welchem Zusammenhang? Ich bin eine sehr säkulare, Familie aufgewachsen. Und, ich bin sehr Laist. Und, ich bin sehr stark von Abtrennung des Staates von der Religion. Und ich denke, solchen Behauptungen, die Verfassungsschutzbehörde überhaupt mit dem Islam anfängt, das ist lächerlich, Islam. Das kommen ursprünglich aus einer jüdischen Familie. Selbstverständlich, von mütterlicher Seite her. Und da finde ich, das ist eine sehr lächerliche Aussage, mich mit dem islamischen Terrorismus in Verbindung zu bringen. Das ist einfach verletzend, das ist hofschädigend, das ist einfach unbeschreiblich. Es ist in Worten kaum zu beschreiben, ein großes Leid, was Ihnen dadurch widerfährt, weil jedem da ist, dass von den rund 30.000 weltweit beschuldigten angeblichen Terroristen, dass dann natürlich berufliche und private Chancen zerstört werden, das Leben von Menschen vernichtet wird, sogar die Existenz, die wirtschaftliche Existenzvernichtung droht. Wie könnte dieser Verdacht entstanden sein? Sie hatten Kontakt mit evangelischen Einrichtungen, Sie hatten Kontakt auch mit katholischen Einrichtungen. Was ist Ihnen da geschehen? Ich habe eine sehr starke Vermutung, dass ich durch katholische und evangelische Kirchenmitarbeiter verleumderisch bei der Verfassungsschutzbehörde eingesetzt wurde. Eine von dieser Verleumdung ist dadurch entstanden, weil meine Schwester von einem Pastor aus Tübingen angerufen worden ist und der hatte meine Schwester praktisch erpresst und er sagte, dass er auch bei der Verfassungsschutzbehörde arbeitet und dass wir auch uns ruhig halten müssen, dass wir auch nicht in die Presse gehen müssen, sonst würde er für uns Schwierigkeiten schaffen. Und da finde ich, wenn ein Pastor sowas tut und dass wir auch vor das Gericht die Sache auch angesprochen, trotzdem, das Gericht hatte die Sache nicht nachgegangen, dann denke ich, warum soll ich an anderen glauben, dass sie das gemacht haben. Ich gehe davon aus, dass diese Verleumdungen und dadurch diese Einträge, die fälschlich sind, vom Grundsatz fälschlich sind, auch durch solche Mitarbeiter entstanden sind. Herr Klamm, ich mache mir große Sorgen von den Leuten, die nicht sichtbar sind, von den Nazis, die nicht sichtbar sind. Von den Sichtbaren, die machen mir wenig Angst. Die sind aus ökonomischen Gründen, die laufen in die Hände von Rechtsradikalen. Auch von den nicht Sichtbaren, dass sie in Form vom Pastor, in Form vom Geschichtslehrer, in Sportlehrer, Staatsanwälte, Richter, quer durch die Gesellschaft arbeiten, aber wirklich und nach außen auch offen sind, aber in Wirklichkeit die Ausländer und die Migranten hier leben. Davor mache ich mir Angst. Und da bitte ich einfach die Bevölkerung, bitte ich einfach die Mitmenschen, dass sie den Mund aufmachen, dass sie auch Finger davon zeigen, Zivilcourage zeigen. Sie sind im Internet bekannt durch eine sehr außergewöhnliche Aktion, durch ein außergewöhnliches Vorhaben. Sie planen eine Klage. Gegen wen planen Sie eine Klage? Ich habe vor, eine Sammelklage machen gegen zwei Personen, die nenne ich nicht, die in Deutschland sind, zwei deutsche Staatsbürger und auch gegen den Papst Josef Ratzinger als jenige, die seine Aufgaben in der Kirche nicht gut nachgeht. Ich glaube, der Josef Ratzinger Papst ist auch für die Kirche, für seine Mitarbeiter gewisse Verantwortung. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen, bis wir auch richtig die Sache prüfen. Dann ist ja Ihr Ziel in Deutschland, als deutscher Staatsbürger, der Sie vor einigen Jahren geworden sind, auch offiziell mit Reisepass und Personalausweis, ist Ihr Ziel nicht, Prozesse zu führen, sondern zu klagen. Was ist denn Ihr Wunsch, Ihr Ziel für? Mein Wunsch war immer,
einen Dialog zu führen, Herr Klein. Ich glaube, die Leute, die keinen Dialog hatten, sie sind gescheitert. Ich war immer bereit, ein Gespräch mit dem Verfassungsschutzbehörde zu führen. Aber sie haben das abgelehnt. Bis dato haben versucht, die Sache zu vertuschen, ihre eigenen Mitarbeiter vor den Verleumdungen zu schützen. Das ist kein Weg, das ist keine Art und Weise, dass man mit denjenigen, die das tut, ein Gespräch zu führen. Ich meine, wir wollen ganz ehrlich miteinander zu tun. Ehrlichkeit gehört einfach zum Gespräch. Da finde ich, in meinem Fall, bezüglich meines Falles, fand ich nicht. Und aus diesem Grund, ich bin sehr enttäuscht, es ist sehr empörend, dass sie das gemacht haben, dass sie auch weiterhin versuchen, die Sache zu vertuschen, aber ja gut, das ist jetzt in ihrer Hand, wie sie entscheiden. Wollen sie die Sache, die Fehler, die sie gemacht haben, auch weitermachen, dass das anknüpfen, wo sie aufgehört haben, oder wollen sie, dass mit mir sich in Kontakt setzen, dass wir auch unsere Probleme in eine freundliche Weise miteinander lösen. Ich habe beide Optionen habe ich denen gegeben. Leider diese zweite Option, dass wir auch einen Tisch setzen, die haben das abgelehnt. Es bleibt mir nicht anderes übrig, dass ich den anderen Weg auch einschlage. Ich bin nicht hierher gekommen, Herr Klang, um hier diskriminiert zu werden. Kein Mensch kommt nach Deutschland, um hier diskriminiert und seelisch terrorisiert zu werden. Sie kommen hierher, um sich die Gesellschaft zu widmen. Da habe ich gemacht. Da habe ich mich deutsche Gesellschaft gewidmet. Ich habe deutsche Kultur, deutsche Sprache gelernt, kennengelernt und auch gelernt. Und da so terrorisiert zu werden, das gehört nicht. Wann haben Sie versucht, zuletzt Kontakt mit dem Verfassungsschutz aufzunehmen? Ich habe vor etwa 20 Tagen, vor drei Wochen, mit meinem Schreiben an Verfassungsschutzbehörde in Wiesbaden gewandt. Und habe ich denen geschrieben, ob ich weiterhin einen Eintrag habe, weil ich weiß, dass ich weiterhin den Eintrag habe, obwohl das Verwaltungsgericht in Wiesbaden entschieden hat, mein Eintrag 2008 gelöscht werden sollte, aber trotzdem weiterhin besteht. Mit denen kontaktiert, dass wir auch in einem Gespräch die Sachen lösen. Sie haben mir geschrieben, nein, sie haben keinen Eintrag weiterhin. Und die Sache hat sich erledigt, dass sie auch mehrmals mir gesagt haben. Und das gehe ich davon aus, weil ich weiterhin Probleme habe und die anderen auch bestätigen es, auch schriftlich für mich bestätigt haben, unterschrieben haben, dass die Verfassungsschutzbehörde mich mit dem islamischen Terrorismus in Verbindung gebracht hat. Da gehe ich davon aus, dass sie auch die Sache nicht ehrlich umgehen wollen, sondern sie wollen vertuschen, sie wollen doch mal die Sachen unter den Teppich kehren. Das ist nicht die Art und Weise. Das habe ich auch nicht verdient, kein Mensch auch in der Welt hat es verdient. Das heißt, Sie sind Opfer von schwerster Diskriminierung geworden, von falscher Anschuldigung, aufgrund von falschen Vermutungen, dass man Sie in die Ecke des islamischen Terrorismus gestellt hat. Sie hatten vorhin bereits erzählt in unserem Interview, dass Sie auch für eine Flüchtlingshilfeorganisation tätig waren. Können Sie etwas zur Flüchtlingshilfeorganisation erklären, für die Sie tätig waren und was Sie dort getan haben, um anderen Menschen zu helfen? Ja, wir waren in, also praktisch ich war als Vorstandsmitglied in der Internationale Föderation der iranischen Flüchtlinge unter dem Namen Hambastegi. Da war ich tätig. Hambastegi hatte nur also praktisch hatte Funktionen in dem Fall, den Flüchtlingen zu helfen, über ihre Rechte zu informieren, ihre Rechte kümmern und auch in Bezug mit verschiedenen Organisationen und auch Parlamentarier, denen helfen. Und das habe ich auch denen getan, habe ich auch gerne das gemacht und ich mache auch das weiter. Das ist nicht was Neues, das habe ich auch der deutsche Staat auch gesagt. Das ist nicht was Geheimes. Dass man sagt. Es ist einfach lächerlich, dass man wegen dem Engagement für die Menschenrechte als Extremist bezeichnet wird und Einträge bei der Verfassungsschutzbehörde geführt werden.
dadurch elementare Menschenrechte auch mit den Füßen getreten, das sieht man, ehrlich gesagt, in keinem anderen Land. Ich kann nur in Geschichtsbüchern von dem Zweiten Weltkrieg lesen. In neuen Zeit, wo die Menschenrechte die Säule unserer Demokratie ist, das finde ich einfach beschämend, unzivilisiert und deprimierend. Sie stehen dennoch weiterhin für Gespräche auch offen mit den deutschen Behörden, sei es im Verfassungsschutz, sei es auch mit der katholischen und evangelischen Kirche, habe ich das richtig verstanden? Ich habe offen auf alle Menschen. Jede, die kann auf mich zukommen, meine Lebensstory oder meine Lebensgeschichte ist sehr, sagen wir mal, bekannt und trotzdem ist auch sehr deprimierend und ich bin sehr offen auf alle Menschen. Sie können auch mit mir kontaktieren. Ich habe denen auch Zeit gegeben, solange, dass ich keine, diese Sammelklage noch nicht erhoben ist. Sie können auf mich zukommen. Diese Sammelklage, wenn die erhoben ist, dann ist, glaube ich, die wird die Sache noch schwieriger werden für ein Gespräch. Weil man in einen Kanal einschlägt, dass das Gespräch einfach verhindert. Und bis dahin, Sie können sehr gerne mit mir kontaktieren. Das heißt, es gäbe noch eine Möglichkeit, beispielsweise mit einem Anwalt, mit einem Mediator? Selbstverständlich. Dass man den Dialog mit Ihnen versucht, natürlich einen bidirektionalen Dialog, das heißt einen Dialog, der in beide Richtungen geht. Auch jemand, der zuhört, Informationen vermitteln kann. Und selbstverständlich, ja. Ich bin jetzt seit 8 Jahren, dass ich hier nicht arbeiten durfte. Ich bin deutscher Staatsbürger, ich habe ein erfolgreiches Medizinstudium gehabt. 8 Jahre, dass ich hier nicht arbeiten dürfen. Warum eigentlich? Warum nicht? Ich habe hier nicht was verbrochen. Also, entschuldigen Sie, Herr Klang, das ist einfach beschämend, dass in einem Land, das über die Integration redet, dass ein Land, wie gesagt, die Ausländer und die Migranten sollen sich integrieren. Säule einer Integration ist Arbeit und Bildung. Und die verhindern das. Die verhindern, dass ich mich hier arbeite und mich weiterbilde. Also, das in anderem Land, in keinem anderen Land, sogar in Afrika unter den Diktatoren, sowas sieht man nicht. Ich möchte ehrlich sagen, im Iran habe ich weniger Diskriminierungen gespürt als in Deutschland. Unter dem seit 8 Jahren, dass ich unter dem Verfassungsschutzbehörde stehe, das ist unter dem Terrorismus der Verfassungsschutzbehörde steht, die sehe ich die Diskriminierung in hohem Maße. Das ist eine neue Dimension, die stattfindet. Das heißt, obgleich Sie ja aus einer Familie jüdischer Herkunft kommen, wie war das im Iran? Iran ist bekanntlich eine islamische Republik, offiziell, speziell auch nach der Revolution. Da muss man sich das Leben einer Familie jüdischen Glaubens vorstellen im Iran. Nein, aber so, ehrlich gesagt, ich habe von vaterlicher Seite sind Moslem, meine mutterliche Seite sind haben von meiner Urgroßmutter hat eine jüdische Ahnung. Und für uns ist Menschenrechte und Säkularismus und Laismus war im Vordergrund. Ich bin eine säkulare Familie aufgewachsen und sehr auch, was die Religion betrifft, sehr aufgeklärt. Und ich denke, man muss nicht jüdisch sein, man muss nicht das und das sein, um hier nicht diskriminiert zu werden. Ich bin Mensch, als Mensch, da habe ich Menschenrechte und das darf auch umgesetzt werden. Ich bin deutscher Staatsbürger und habe ich Rechte, sowohl politisch als auch sozial. Und ich möchte mich auch hier einsetzen für andere Menschen. Ich möchte von anderen Menschen lernen und das auch weitergeben. Wenn jemand nicht arbeitet, nicht arbeiten ist ein Krank. Habe ich eine Fähigkeit gelernt, damit ich das umsetzen darf. Das kann ich nicht. Das ist einfach nur ein modern demokratisches Land wie Deutschland, die das auch in seinem Maße auch einschätzen darf. Das ist einfach beschämend unzivilisiert, dass ein Migrant hierher holt und dass er auch sich hier engagiert, aber trotzdem bringt er nicht die Möglichkeit, hier zu arbeiten und hier sich weiterbildet. Was ist Ihre Vision, Ihre Vorstellung für Deutschland, für Ihr Leben? Was möchten Sie in Deutschland erreichen konkret? Ich möchte erreichen,
was mir zusteht, rechtlich zusteht. Ich kämpfe nicht für mich, ich kämpfe auch gleichzeitig für alle Menschen, dass sie auch Rechte haben und die sollen auch ihre Rechte bekommen. Rechte, die wird auch nicht manchmal einfach zugesprochen. Für Menschen, da muss man manchmal kämpfen. Das ist eine Erfahrung. Ich möchte diese Erfahrung gerne machen und diese Erfahrung auch weitergeben. Sie möchten Menschen in Deutschland gerne helfen in ihrem Beruf, auch als Arzt. In welcher Fachrichtung planen Sie, sich zu spezialisieren? Ich habe 2 Jahre Neurologie gemacht und diese Fach Neurologie möchte ich auch fortsetzen und möchte ich sehr gerne später als Neurologe arbeiten. Welche Facharztausbildung ist dazu noch erforderlich? Wie viele Jahre müssen Sie da noch weiter studieren? 3 Jahre. Dann soll ich auch weitermachen, meine Ausbildung. Noch weitere 3 Jahre. Und wenn ich das habe, dann kann man als Neurologe arbeiten. Das heißt, Sie konnten schon Berufserfahrung dennoch als Arzt in Deutschland, in der Arbeit als Arzt in Deutschland? Ja, aber mit Schwierigkeiten. Ich habe 3 Krankenhäuser auch gewechselt, jedes Mal für 6 Monate und mit starken Diskriminierungen, starken Beschimpfungen. In einem Klinik wurde ich auch beschimpft wegen meinen Ahnen, wegen meinen jüdischen Vorfahren und das ist einfach Schande. Und da habe ich auch den Klinikdirektor angesprochen, dass hier sehr respektlos mit mir umgegangen haben und das darf es nicht. Und habe ich auch Bundesabgeordnete Frau Lazar habe ich auch angesprochen und sie hatte auch den Klinikdirektor, hatte ich auch ein Schreiben zugesendet. Ja, solchen Erfahrungen, selbstverständlich ist es traurig, ist es deprimierend, aber trotzdem, ich habe auch weiter gekämpft, um hier meine Rechte zu bekommen. Ich kämpfe mit mich und ich denke, dass viele auch in anderen Richtungen, in anderen Positionen auch um ihre Rechte kämpfen. Wir sollen die Erfahrungen austauschen, wir sollen auch miteinander in praktischen Form Dialog miteinander die Erfahrungen austauschen, damit auch die Menschen hier wissen, dass die Diskriminierung, dass den Seelenmord, Terrorisierung in solchen Formen, das gehört nicht zu einer modernen Gesellschaft. Sie haben Kontakt zum Deutschen Bundestag gesucht. Sie haben uns vorhin das Schreiben schon gezeigt, auch von Monika Lazar, die ja auch sich für Sie engagiert hat, auch versucht hat, einiges klarzustellen. Ist es dann in der Klinik besser geworden, nachdem Sie diskriminiert worden sind, oder sind die Fehler weiter gemacht worden? Ja, es ist, die Monika Lazar war die einzige, oder war die Ausnahme, die einzige Bundesabgeordnete, die was überhaupt ein Schreiben zugesendet hat. Die anderen, die haben stillgeschwiegen. Die anderen, die haben gar nichts reagiert. Ich kann auch mehrere Schreiben an vielen Menschenrechtsorganisationen geschrieben, habe ich denen um Hilfe gebeten, aber die haben alle mir geschrieben, dass sie für mich nicht machen können. Das ist traurig. Stillschweigen gegenüber Diskriminierung, Stillschweigen gegenüber seelischer Terrorisierung, Stillschweigen gegenüber Verleumdungen. Das gehört nicht einfach. Ich glaube, es gibt viele Journalisten und es gibt viele Menschenrechtsorganisationen, die was machen, aber die sollen machen, was wirklich authentisch ist, was denn wirklich auszeichnet. Und das ist die Hilfe für die Migranten, Hilfe für die Menschen. Und das ist der zentrale Punkt. Man arbeitet nicht einfach so, weil man irgendwas gemacht hat. Man soll Effekt, man soll auch den Menschen helfen, wo wirklich eine Wirkung hat. Und da, die haben praktisch mich allein gelassen. Da bin ich auch sehr, praktisch sehr traurig und insbesondere ich habe auch die Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, habe ich auch ein
Bericht geschickt oder mit einem kleinen Schreiben zugesendet. Und ich habe meinen Lebenslauf eingeschrieben. Frau Merkel hatte ich auch dargestellt, dass ich hier diskriminiert werde, verleumdet ich auf Basis der Verleumdung von Seite der Verfassungsschutzbehörde und so weiter. Aber leider habe ich von Frau Dr. Merkel keine Rückmeldung erhalten. Und ich finde, das ist sehr traurig. Frau Dr. Merkel, finde ich, sollte sensibler sein, was Diskriminierung betrifft. Sensibler sein, was die seelische Terrorisierung der Migranten betrifft. Sie ist in einer Position, die soll gestalten, was in der Gesellschaft, was den Migranten betrifft. Es reicht es nicht, dass man nur sagt. Menschen, die wollen sehen, was umgesetzt wird. Die wollen spüren, dass die Frau Merkel da ist, wo sie da sein soll. Das heißt, Ihnen hätte es schon geholfen, wenigstens von Frau Merkel eine Antwort zu bekommen, dass sie vielleicht die Sache, ihre Vorwürfe, ihre Hinweise prüft, auch wenn sie jetzt nicht direkt helfen könnte, obgleich sie ja die mächtigste Frau der Welt ist. Selbstverständlich. Ich denke schon, dass die Frau Merkel auch mir helfen konnte. Meine Einträge ist auf Basis der Verleumdung entstanden. Es gibt einen Gerichtsbeschluss, der ist nicht umgesetzt worden. Das kann nicht sein, dass die Frau Merkel sagt, ich kann Herr Seresti nicht helfen. Das ist einfach eine glatte, für mich eine glatte Lüge oder ist eine glatte Ablehnung, die keine Basis findet. Die Frau Merkel, die konnte mir helfen, selbstverständlich. Die konnte die Sache nachgehen. Die konnte man einmal meine Einträge prüfen, warum ist überhaupt diese Einträge zustande gekommen, diese Einträge auf welcher Basis zustande gekommen, ist Herr Seresti wirklich ein Extremist oder ist nicht ein Extremist, der auf Basis der Verleumdung zustande gekommen. Dann müssen Sie die Sache einmal auch jemand die Aufgabe in die Hand nimmt und meine Einträge einmal überprüft. Warum ist die Einträge da? Darf überhaupt Herr Seresti bei der Verfassungsschutzbehörde einen Eintrag haben? Guten Tag, mein Name ist Afshin Seresti. Ich bin ein deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund aus dem Iran. Ich engagiere mich für die Menschenrechte und ich bin auch Arzt und würde sehr gerne auch anderen Menschen helfen. Ich helfe seit Jahren für die Migranten, für die Asylbewerber und Asylanten, dass sie auch in diese Gesellschaft sich integrieren können und integrieren dürfen. Was ist Ihre Hoffnung für Deutschland? Meine Hoffnung für Deutschland ist, dass wir eine offene Gesellschaft aufbauen für alle Menschen, egal von welchem Herkunft, dass sie sich hier entfalten können, dass sie sich hier engagieren können, dass die Gesellschaft eine Gesellschaft ist für alle Menschen, dass sie sich auch alle Menschen dieser Gesellschaft zugehörig fühlen. Und insofern, es ist ganz schlimm, dass ein Pfarrer sich für so etwas, ein Pfarrer in Anführungszeichen, für so etwas hergibt. Das sollte so nicht sein. Das ist ganz, ganz schlimm. Und es ist, glaube ich, auch vergleichbar mit den Opfern der Stasi aus der DDR. 100%. Der war aus der DDR. Und es gibt Gerüchte, dass der auch für die Stasi gearbeitet hat und die beides gearbeitet. Man weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt für solche Dinge. Aber der ist diejenige, der hatte mich eingesetzt, 100%. Der hatte sehr gut zugegeben. Der wollte uns erpressen. Aber der hatte nicht gedacht, dass wir wirklich vor Erpressung haben, wir keine Angst. Der versuchte, besonders meine Schwester, hatte mit meiner Schwester telefoniert, vor 2 Jahren war das. Und er hatte meine Schwester praktisch erpressen, wenn sie auch in die Presse gehen, wenn sie das und das nicht machen. Dann habe ich gute Freunde in der Position, da steht alles im Protokoll, und dann hatte der hatte selber zugegeben, dass er das gemacht hat, aber der wollte uns nicht Angst machen und so weiter. Das ist Erpressung, das ist Nötigung. Rechtlich gesehen ist es ein Nötigung. Das heißt, es ist so weit gegangen, dass sie von einem Pfarrer angerufen wurden.
angerufen? Ich nicht, meine Schwester. Erpresst? Meine Schwester. Also die Schwester? Ja, ja. Meine Schwester. Sagen Sie einfach. Ja. Sagen Sie einfach. Es würde nicht entschieden. Mit welchen? Was, mit welchen Mitteln hat er versucht? Telefonisch. Telefonisch hat er angerufen, meine Schwester. Und er sagte, ich soll was unterschreiben, dass ich das und das gemacht habe, was ich überhaupt nicht gemacht habe. Ja? Und er wollte von mir eine Unterschrift, dass ich für das, diese und andere Arbeit verantwortlich bin. Und so hätte ich gesagt, das ist einfach eine Schande, dass eine Pastor sowas tut. Sie vermuten, dass er früher in der DDR auch entsprechend... Ich habe von anderen in Münster habe ich gehört, die meisten diese Abschied, solchen Umgang mit dir, die machte man vorher in DDR. Das heißt, diesen Test, wie man psychisch jemandem unter Druck setzt, die machte man auch in DDR-Zeit. Und das ist, entweder die haben von DDR genommen oder der macht das selber. Das heißt, machen sie in solchen Formen, das ist so und so. Das ist einfach, ich habe von uns habe ich gehört, dass sie manche auch wirklich doppelt sind, hier, da und da. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht so mit ihm selbst so viel befasst. Aber der hatte das getan. Es gibt auch Gerichtsbeschlüsse, kann ich auch vorlegen, und das sehen, was meine Schwester sagt. Und da gab es auch Zeugen auch. Die da haben sie auch angerufen. Ich habe das Telefon, ist es schon da und das kann man auch anrufen. Sie haben eine Dokumentation auch ausgearbeitet mit Gerichtsbeschlüssen? Ja, das ist mein Schreiben an Frau Dr. Merkel, die meine Lebensgeschichte ihr erzählt habe, dass ich leider aber keine Rückmeldung erhalten habe von ihr. Das ist der Gerichtsbeschluss. Und Verwaltungsgericht Wiesbaden 2008. Verwaltungsgericht Wiesbaden hat einen Vergleich gezogen und sollte meine Einträge bis 2008 geschlossen und gelöscht werden. Es ist aber leider nicht geschehen. Über dieses Gespräch, was ein Pastor mit Ihrer Schwester führt? Nein, in diesem nicht. In einem anderen. In einem anderen? In anderem Gerichtsbeschluss besteht das, die ich in Tübingen gemacht habe, über das Gespräch von Herr Pastor mit meiner Schwester, dass er uns erpresst hat, praktisch, das ist eine reine Nötigung, rechtlich gesehen, gewesen war, ist dokumentiert. Dass er uns erpresst hat, dass ich für irgendetwas, die ich nicht gemacht habe, nachkommen muss, unterschreiben muss, sonst, er hat gute Freunde in hohen Positionen, der arbeitet für die Verfassungsschutzbehörde und der würde uns das Leben schwer machen. Welche Hoffnung hatten Sie auf Ihr Schreiben an den Vatikan, an die Botschaft des Heiligen Stuhles? Ich habe gehofft, dass dem Vatikan auch die Sache nachgeht und die Sachverhalt auch nachgeht, aber die haben das nicht getan, die haben mit einem Schreiben mir geschrieben, innerhalb von 8 Stunden später, die haben mir geschrieben, dass sie die Sache nicht nachgehen werden und sie haben mit Sache gar nichts zu tun. Weil ich gehe davon aus, außer ein Pastor,
mit sehr starker Vermutung. Eine Kirchenmitarbeiter, eine katholische Mitarbeiter, auch mit einer sehr starken Vermutung für meine Verleumdung bei der Verfassungsschutzbehörde, auch schuldig ist. Betrieb ist die Menschenrechtsverletzung ist sehr groß, hat eine neue Dimension gefunden. Ihnen ist großer Schaden entstanden innerhalb von 8 Jahren auf der Grundlage oder in der Folge vielmehr falscher Anschuldigungen, die in dieser Form nicht bestätigt werden können und auch es offensichtlich ist, dass diese Anschuldigungen falsch sein müssen. Welche Schäden sind Ihnen entstanden? Erstens, das ist eine seelische Schaden. Diese seelische Schaden, die entstanden ist, die nicht zu überwinden ist, praktisch eine seelische Schaden, diese Narbe immer praktisch für mich existieren wird. Und abgesehen davon ist materiell und auch Schaden, die ich nicht mich weitergebildet habe. Wenn ich mich weiterbilden durfte, dann wäre ich in einer anderen Position. Für mich und für andere Menschen, dann hätte ich von einer Auswahlposition gewesen, dann hätte ich den anderen Menschen in einem anderen Bereich auch helfen dürfen. Aber das ist leider nicht geschehen. Wie ich vorher gesagt habe, ich bin seit Jahren ist einfach arbeitslos gewesen. Arbeitslosigkeit ist auch eine Krankheit. Die habe ich praktisch so eine Randgesellschaft betrieben. Statt zur Mitte zu kommen, sie haben mich zur Randgesellschaft betrieben. Und dieser Schaden ist einfach unverzeihbar. Und sie haben sich sogar einmal bei mir sich entschuldigt, für was sie getan haben. Es ist, als ob es was Naturgesetz wäre. Also, das ist auch noch keine Entschuldigung. Bis dato ist keine Entschuldigung, ist bei mir eingegangen. Ich sage es, es ist einfach, als ob wäre Naturgesetz, was bei mir geschah ist. Es ist einfach sehr traurig und sehr, sage ich mal, nochmal unsinnig. Aber ich sage, Herr Klang, mit allem Respekt, solange ich überzeugt bin, solange ich weiß, dass die Mehrheit dieser Gesellschaft antifaschistisch ist, dass die Mehrheit dieser Gesellschaft Rassismus und Antisemitismus nicht wollen. Wir wollen Frieden haben. Aus diesem Grund bin ich überzeugt, bin ich bestens überzeugt, dass ich den Kampf gegen den Neonazis, den Kampf gegen die Verfassungsschutzbehörde, den Kampf gegen die Diskriminierung auch gewinnen werde. Wie empfinden Sie aufgrund dessen, was eigentlich geschehen ist? Ist es in Worten zu beschreiben, auszudrücken? Es ist schwierig zu beschreiben. Wenn ich ehrlich bin, es ist sehr schwierig zu beschreiben. Aber von einerseits, das ist was Positives, wenn man davon erzählt, hat mich sehr motiviert. Mein Bild zu der Gesellschaft hat sich verändert. Das heißt, gleichzeitig weiß ich, dass solche böse, böse Menschen in dieser Gesellschaft sind. Aber von anderer Seite bekomme ich immer die Rückmeldung. Das heißt, da weiß ich, worauf ich mich stützen kann. Ich habe immer die positive Rückmeldung von der Gesellschaft erhalten. Ich habe immer von der Gesellschaft gespürt, dass sie mir helfen konnte. Obwohl sie nicht frei tun durfte. Aber ich bin fest überzeugt, dass die Mehrheit der Gesellschaft ist antifaschistisch und wir werden den Kampf gegen den Rassismus und Antisemitismus der Verfassungsschutz durchführen. Die Rückmeldung, Sie hatten es eben schon angedeutet, es gibt also auch eine gewisse Form der Solidarität in Ihrer Situation, dass Menschen Sie ermutigen, Menschen Ihnen auch vielleicht ein Stück weit zur Seite stehen. Wenn einem die wirtschaftliche Existenz genommen wird, und das trifft auf Ihre Situation zu, obgleich es zum Himmel schreit, anders kann man es nicht mehr ausdrücken, es schreit ja zum Himmel, wenn ein guter, ausgebildeter Arzt am Tisch sitzt,
Und dabei sollte man sich normalerweise wünschen, dass sie im Krankenhaus arbeiten könnten und wirken könnten und dürften und nicht hier am Tisch sitzen müssen und ihr Leid klagen müssen. Aber es ist auch wichtig, über ihr Leid zu sprechen, vielleicht, dass sie doch eines Tages wieder im Krankenhaus arbeiten können und dürfen. Wenn Sie jetzt als Arzt, der Sie ja voll ausgebildet sind, arbeiten könnten, dann wäre es ja auch möglich, Menschen, anderen Menschen zu helfen. Selbstverständlich, ja, das ist richtig. Dass ich auch gewünscht habe, dass ich arbeiten durfte und dass ich auch die anderen Menschen helfe. Das ist einfach Ziel von jedem Menschen zu sein, die anderen Menschen zu helfen, sich weiterentwickeln und gleichzeitig auch anderen Menschen helfen. Sich die Gesellschaft widmen. Und das wünsche ich einfach, dass ich das tun darf. Aber leider, Sie wissen das, dass die Verfassungsschutzbehörde verhindert, durch die Vermittlungen an allen Behörden, an allen Kliniken, meine falsche Eintrag an allen Kliniken, an allen Behörden wird weiter vermittelt und dadurch bekomme ich einfach die Schwierigkeiten, was der Arbeit betrifft. Aber für mich ist nicht die Arbeit entscheidend, für mich ist meine Rechte entscheidend. Habe ich als Mensch, habe ich als deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund Recht in Deutschland oder nicht? Das ist für mich entscheidend. Wenn das nicht, dann soll man ehrlich zu den Migranten sagen, nein, wir schaffen die Migrationspolitik ab. Und wir wollen keine Migranten mehr, Migranten und Juden und andere Ausländer. Sie haben hier keine Rechte. Und damit sie auch man wirklich Bescheid weiß, was die überhaupt Politiker treiben. Aber wenn das wirklich nicht der Fall ist, die daran glaube ich auch, dass Deutschland Ausländer braucht, dass die Ausländer hier wirklich wollen auch in Frieden und Migranten, die wollen auch in Frieden mit Deutschen auch leben. Und das ist meine feste Überzeugung. Dann soll man eine andere Politik treiben. Man darf es nicht sagen, wir wollen die Migranten einfach bitten, die Migranten, dass sie sich hier integrieren. Aber ein Migrant, der sich hier integriert hat und die Fähigkeit hat, die Gesellschaft zu widmen, aber man verhindert, dass sie das macht. Das ist einfach Doppelmoral in der Geschichte. Kann man sich das Leben eines Arztes, der voll ausgebildet ist, vorstellen, der in einem Krankenhaus jetzt arbeiten könnte, statt hier ein Interview zu führen? Das ist sehr schwierig. Und dem aber die wirtschaftliche Existenz ja genommen wird. Das heißt, wenn man sie nicht arbeiten lässt, ich meine, wir alle wissen, sie müssen Miete bezahlen, sie müssen Strom bezahlen, sie müssen Telefon, sie müssen mit dem Auto fahren können. Wie funktioniert das? Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Das kann ich auch Ihnen sagen, das ist sehr schwierig. Aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, es geht um meine Rechte. Ich möchte um meine Rechte kämpfen. Meine Rechte bedeuten Rechte anderen Menschen. Darum kämpfe ich das. Ja, Sie haben auch recht. Was existiert betrifft, Sie haben mich zur Randgesellschaft getrieben. Sie vielen Möglichkeiten, Sie haben von mir weggenommen. Das haben Sie recht, das machen Sie einfach weiter. Aber die Sache ist das, dass nicht entscheidend ist, ob Migranten in diesem Land Rechte haben oder nicht. In meinem Fall sieht man, dass die Verfassungsschutzbehörde, dass sie sich als nennt, als Schutz der Verfassung, dass eigentlich die soll auch helfen, dass die Migranten hier Fuß fassen, dass die auch gegen den Nazi sein, dass sie auch eine Migration hier verhindern wollen. Aber eigentlich man sieht, dass viele, sagen wir mal Rechtsradikale, viele, sagen wir mal Braune, dass sie eine Migrationspolitik nicht wollen, weil die Verfassungsschutzbehörde Fuß gefasst haben. Das ist schon eine Schande. Die Verfassungsschutzbehörde soll über ihr Umgang mit anderen Migranten, in Bezug auf mit mir, auch nachdenken. Die Klage selbst ist nicht das Ziel, worauf Sie hin mit Priorität wirken. Die Sammelklage meinen Sie? Ja, doch, Sammelklage werde ich, weil das Gespräch Verfassungsschutz wurde nicht aufgenommen, nicht angenommen hat, ein Gespräch mit mir. Hatte
Verfassungsschutzbote abgelehnt. Und aus diesem Grund, ich bereite mich vor, dass diese Option zieht. Die Sammelklage werde ich sehr ernst nehmen. Das ist eine Möglichkeit für mich. Ich habe auch vorher auch gesagt, ich bin nicht hergekommen, um hier diskriminiert zu werden. Und solche Diskriminierung in diesem hohen Maß habe ich nicht erlebt. Das ist für mich neu. Es findet eine neue Dimension in einem Land, die eigentlich nicht fallen durften. Wenn Sie deutsche Geschichte auch lesen, dann wissen es, dass in Deutschland gegenüber Antisemitismus, gegenüber Fremdenfeindlichkeit eine besondere Verantwortung hat. Die Verfassungsschutzbehörde und die deutsche Regierung, die soll dieser Verantwortung gerecht werden. Aber leider, bezüglich meines Falles, die werden nicht gerecht. Umgekehrt, die stille Schweigen. Das ist das, was Sie hauptsächlich auch kritisieren, dass man einfach stillschweigt und so tut, als würde es nicht existieren. Selbstverständlich. Vorhänge vorzieht und ja. Verbrechen dennoch stattfinden. Selbstverständlich, ja. So genau haben Sie das erklärt und haben Sie definiert, ja. Wie reagiert Ihre Familie, die vielleicht ja auch die Hoffnung hatte, dass ihr Sohn, ihr Kind Erfolg in Deutschland hat, glücklich verheiratet, glücklich anderen Menschen helfen kann, vielleicht ja auch mal eine Karriere in einer Klinik absolviert oder vielleicht auch als privat niedergelassener Arzt, das wäre beides möglich. Ja, aber die sind erstens, abgesehen vom beruflichen Niedergang, abgesehen davon, sie haben sehr enttäuscht über die Menschenrechte in Deutschland. Solche Menschenrechte werden, so Menschenrechtsverletzungen, werden jeden Menschen schockieren und sagen wir mal eine tiefe Kummer setzen, wirklich. Und sie waren auch sprachlos. Sie haben nur Kopf geschüttelt und sie waren zeitlang wirklich sprachlos, damit ich auch denen wirklich erklärt habe, die Sachverhalt ist so und so. Ob wir die Sammelklage da hinbekommen. Natürlich sind wir alle Familien motiviert. Das ist nur eine Schande für mich, das ist eine Schande für meine Familie, dass die mich und meine Familie mit islamischem Terrorismus, das ist eine Rufschädigung, das ist ein Rufmord erklärt. Das ist, zuerst, da muss man einfach die Sache, sage ich mal auf Deutsch gesagt, unterschütteln. Sollten jetzt die Mitarbeiter, also tatsächlich Gesamtheit der Kirche, Sie wissen, wenn ein Politiker im Bundestag einen Fehler macht, dann ist es ja nicht Gesamtheit des Deutschen Bundestages, weil man ja auch nicht weiß, welcher Partei gehört ein Politiker an. Aber können Sie sich vorstellen, auch den Mitarbeitern der katholischen Kirche, und wie geht das ja jetzt, und auch der evangelischen oder protestantischen Kirche zu vergeben? Vergeben ist es schwierig. Ich bin nicht jetzt gegen die allen Menschen, die in der Kirche aktiv sind. Ich weiß es und bin ich auch überzeugt, gibt es auch gute Leute auch innerhalb der Kirche, dass sie sich auch für Menschenrechte einsetzen. Aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass jetzt die Frage ist, dass das eine Verleumdung stattgefunden hat, dass es nicht stattfinden darf, aber es ist schon stattfinden durfte, aber es ist schon stattfand und diese Leute, die haben eigentlich nicht in die Kirche zu suchen, aber die machen weiter, die machen auch Gottesdienste und so weiter. Und für mich ist das, ob ich rechtlich in dieser Gesellschaft ein Recht habe, für meine gegen diese Verleumdungen, die stattfand, vorzugehen oder nicht. Rechtlich ist es schon vorgegangen. Ist die Frage, ist das, warum wird das nicht umgesetzt? Warum macht die Verfassungsschutzbehörde hält nicht an dem Gesetz? Warum hält nicht an dem deutschen Gesetz, das ist entschieden worden? Oder musste die Verfassungsschutzbehörde Deutschland zur Bananenrepublik machen? Davon mache ich mir Angst. Wenn das deutsche Gesetz nicht umgesetzt wird, dann ist es eine Bananenrepublik. Ist Deutschland, die sollen die Zuschauer da draußen oder zu Hause entscheiden, ist Deutschland eine Bananenrepublik oder wirklich eine rechte Stadt? Wenn eine rechte Stadt ist, dann sollte ich keinen Eintrag haben.
weil die deutsche Gericht hat entschieden, und dass mein Antrag soll auch gelöscht werden. Wenn eine Bananenrepublik ist, dann lass es, dass die Leute da draußen wissen, das ist wirklich eine Bananenrepublik. Dann diese Entscheidung lasse ich einfach die Leute zu Hause mit ihrem Gewissen. Acht Jahre, die sie in ihrem Leben verloren haben, aber sie haben dennoch dafür gearbeitet, ja auch als Arzt weiterarbeiten zu können. In dem Moment, weil ich keine andere Arbeit kenne, ich habe nur einen Beruf gelernt und das ist Arzt zu sein. Sie können von mir nicht erwarten, dass ich jetzt ein Schuhmacher werde. Da habe ich nicht, diese Ausbildung habe ich nicht gemacht. Warum sollte ich nicht einen Beruf, den ich gelernt habe, nicht weitermachen? Ich bin nicht in dem Nationalsozialismus-Zeit, in dem Zweiten Weltkrieg, dass die Juden auch verhindert worden ist, dass diesen Beruf oder anderen Beruf nicht tun dürfen. Sie bilden sich dann auch fort, dass Sie als Arzt jederzeit wieder arbeiten können? Selbstverständlich. Ich habe auch in der Zeit 2004 bis 2008, wo ich arbeitslos war, habe ich ein Wellnessbuch geschrieben über den Bandscheibenvorfall. Und jetzt bin ich dabei, ich habe das auf Deutsch geschrieben und dann habe ich jetzt entschieden, das auf Englisch zu übersetzen und auf Englisch das zu veröffentlichen. Das Buch wird jetzt demnächst erscheinen? Wird in den nächsten 6 Monaten hoffentlich, wenn ich das schaffe, das zu übersetzen, dann würde das auch, ja, auf dem Markt sein. Ja. Und das ist nicht alles, was Sie geschrieben haben. Sie sind Arzt und Sie sind auch ein. Sie kennen sich gut in Ihrem Fach aus. Sie haben auch eine ganze Doktorarbeit geschrieben. Selbstverständlich. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben. Meine Doktorarbeit, ich habe seit Jahren eingereicht, aber wurde dieser Titel mir nicht gewährt, weil die Fakultät seit Jahren einfach versucht, eine Gutachten zu erstatten und praktisch zu begutachten, praktisch meine Doktorarbeit. Und dass ich diesen Doktortitel bekomme. Das heißt, dieser Doktortitel, diese Doktorarbeit, was ich geschrieben habe, das ist meine Arbeit gewesen. 2 Jahre habe ich da hingesetzt, um diese Arbeit zu schreiben, aber am Ende bekomme ich keinen Doktortitel. Aber ich frage mal, da draußen die Leute, die Bevölkerung, bei den Politikern wissen wir es. In den letzten Jahren, das war sehr beschämend. Es handelte sich um eine Plagiat. Die hatten Doktortitel mit Note sehr gut. Aber ich, die seit Jahren hingesetzt habe und diese Doktorarbeit geschrieben habe, wird seit Jahren einfach verzögert durch Einfluss der Verfassungsschutzbehörde, damit ich diesen Doktortitel nicht bekomme. Selber die sollen Leute mit ihrem Gewissen einfach entscheiden, ob wirklich das der Umgang mit mir wirklich korrekt ist und einfach dem Menschenrecht auch überhaupt vereinbar ist. Ich sage es, wenn ich über meine Lebensgeschichte schreibe, dann wurde auch mehrere Bücher, glauben Sie, negative Erfahrungen seit mehreren Jahren, seit über 10 Jahren negative Erfahrungen, was den Verfassungsschutz betrifft, der langsam, der findet eine neue Dimension. Sie jetzt einen Eindruck, obgleich der Vergleich vor dem Gericht geschlossen wurde, ja, bereits 2008, das ist jetzt 3 Jahre vergangen. Ja. Haben Sie das Gefühl oder den Eindruck, dass Sie immer noch ich habe das Gefühl nicht. Ich bin sicher, dass ich von der Verfassungsschutzbehörde beobachtet werde. Meine Telefonate, die werden abgehört, meine E-Mails, die werden abgecheckt. Ich werde zu Hause auch beobachtet und so weiter. Wie muss man sich das vorstellen? Telefonate abhören, das ist relativ leicht möglich bereits über das Internet. E-Mails ablesen funktioniert auch über das Internet und das zu Hause kontrollieren, wie muss man sich das vorstellen? Ich bin keine technische, über die technische Möglichkeit der Verfassungsschutzbehörde weiß schon mittlerweile jeder. Also beispielsweise über Handy oder über Mikrofone. Ja, das denke ich schon, dass das funktionieren wird. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht was Geheimnisses, aber es geht nur darum,
dass sie was machen, das ist nicht in ihrem Recht steht. Dass sie nicht tun dürfen einfach. Darum geht es. Dass diese Einträge, die von vorne herein falsch sind, auf falschen Basis entstanden ist, auf verleumdeten Basis entstanden ist, das wird an allen Kliniken und Institutionen, die werden weitervermietet. Das ist für mich die Entscheidung. Dann wird an dritten Personen auch weitervermietet. Das ist einfach ein Rufmord. Besonders für mich, der Arzt. Die Gerichtsbarkeit im Iran, die Sammelklage wird ja voraussichtlich im Iran geführt werden, wenn das dazu kommen sollte. Ja. Die Gerichtsbarkeit im Iran könnte eine Rehabilitation und eine Wiedergutmachung per Gerichtsbeschluss für Sie ermöglichen? Oder möglich das machen? Das weiß ich nicht. Darüber möchte meine Familie mit dem Rechtsanwalt und auch mit den vielen Juristen, die bei unseren Bekannten sind, die Sachverhalt sprechen und Sachverhalt prüfen, dann kann ich auch Näheres dazu sagen, ob die Gerichtsbarkeit vorhanden ist oder nicht. Aber wir werden, soweit es möglich ist, die Sache auf internationaler Ebene fortsetzen. Das ist mein gutes Recht. Wenn Deutschland nicht fähig ist, Sache, was du entschieden hast, auch umzusetzen, das heißt, die wird Gericht, Staatsanwälte, Richter, die wird alles von der Verfassungsschutzbehörde kontrolliert und die wird beeinflusst, wenn ein Mensch gegen die Wand gefallen, dann muss man sagen, entschuldige, dann es ist einfach jetzt die Zeit, dass man auf internationaler Ebene die Sachverhalt auch vorantreibt. Das ist einfach Menschenrechtsverletzung auf Menschenrechtsverletzung in hohen Ebenen, in einer neuen Dimension. Sprich, dass Sie sich ja auch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden und auch dort Klage möglicherweise führen? Es ist möglich. Ich habe mir überlegt, aber weil wir viele Verwandte von mir auch sich auch betroffen gefühlt haben. Das ist einfach ein islamischer Terrorist. Für meine Familie, der wäre ein Ruf. Wir haben mit dem Terrorismus gar nichts zu tun gehabt. Es ist einfach, wir haben eine sehr anständige Familie, die anderen Menschen immer bereit waren zu helfen. Aber Terrorismus, entschuldigen Sie, das war eine schockierende und sehr verachtend. Und weil wir das waren, weil die Familie auch da war, da im Iran sind, deshalb haben wir entschieden, diese Sammelklage das zu machen. Ich glaube, wenn die beiden Angeklagten da im Iran sind, und weil meine Eltern, meine Verwandte, weil sie da sind, da kann man in einer mündlichen Verhandlung da im Iran die Sachverhalt näheres erklären, was die Sachverhalt war und ist. Und ja, dann hoffen wir, dass wir da in einer mündlichen Verhandlung die Sache abgeben. Gehen Sie davon aus, dass die Angeklagten, das heißt die im Verdacht stehenden, noch sind die Menschen nicht angeklagt, dass die im Verdacht stehenden Menschen, wenn jetzt die Juristen zuschauen, dass die dann in den Iran auch vor Gericht geladen werden? Das weiß ich. Geladen gehe ich davon aus. Weil ich bin nicht, ehrlich gesagt, Jurist, aber ich gehe davon aus, wenn jemand angeklagt ist, dann muss ich halt vor das Gericht sich vorstellen. Gehe ich davon aus, dass sie auch... Was sie vorhaben, dass ich einfach nennen will. Ihr Fachgebiet ist die Medizin. Mein Fachgebiet ist Medizin. Und deshalb, ich kann nicht so viel dazu sagen. Nun sind wir heute in einer Stadt von Ihrem Wohnort entfernt, Frankfurt am Main. Eine Stunde entfernt ist die Stadt Speyer am Main. Viele Vereinigungen. Und auf der anderen Seite gibt es viele Einrichtungen, denen Sie können sich vorstellen, noch in einem evangelischen oder in einem katholischen Krankenhaus zu arbeiten? Selbstverständlich. Ich bin Arzt und wo ich gebraucht werde, werde ich dahin gehen. Aber ich sage es auch nochmal, hier geht es nicht nur um Arbeit. Es geht um mehr. Es geht um meine Rechte. Und darum geht es. Ich hatte Arbeit gehabt.
warum wurde ich auf der Arbeit beschimpft? Welche Garantie gibt es, dass ich jetzt eine Arbeit finde, trotzdem werde ich nicht diskriminiert? Diese Garantie möchte ich. Ich bin nicht hergekommen, um während der Arbeit oder nicht während der Arbeit auch diskriminiert zu werden, weil ich diese Herkunft oder andere Herkunft, andere Hautfarbe besitze. Das ist, was ich meine. Das, was ich erlebt habe, haben vielleicht die Leute im Zweiten Weltkrieg erlebt. Mit dem modernen Menschenrechten hat das gar nichts zu tun. Die ist erst seit 1948, drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt. Und jetzt, wir sind fast über den 60, 70 Jahre nach dem Weltkrieg. Und trotzdem sieht man, trifft man solche Menschen, die anderen Menschen durch Verleumdungen anzeigen und die Schutz suchen, einfach bei der Verfassungsschutzbehörde und sich verstecken dahinter. Das ist einfach Schande. Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde ist was anderes. Die wissen, die Verfassungsschützer, welche Aufgabe die sie haben, die sollen ihrer Aufgabe nachgehen. Die haben, die sind nicht da, um den Migranten hier hetzen, diskriminieren, seelisch terrorisieren. Können Sie sich vorstellen, auch noch für ein staatliches Krankenhaus, für ein Krankenhaus der Kommunen, für ein Krankenhaus des Landes Hessen zu arbeiten? Selbstverständlich. Ich bin vor allem Krankenhäuser auch offen, mein Fach ist Neurologie und ich bin bereit, wo ich gebraucht werde, werde ich dahin gehen. Sie sind Arzt, Sie sind Mediziner, Sie sind auch, wenn man so will, obwohl Sie jetzt ja kein Jurist sind, ein Stück weit auch ein Menschenrechtsverteidiger, das darf man glaube ich auch so sagen. Sie kämpfen für Ihre Menschenrechte, Sie kämpfen auch für Ihre Grundrechte, die Ihnen als deutscher Staatsbürger iranischer Herkunft ja auch zustehen. Welche Hoffnung haben Sie für die Zukunft hier in Deutschland? Ich bin sehr optimistisch. Ich bin sehr optimistisch, dass wir den Kampf gegen den Antisemiten, den Kampf gegen den Rassisten, gegen den Braunen hier gewinnen werden. Trotzdem denke ich, das wird nicht einfach werden. Die Leute, die sollen sich engagieren, die sollen Zivilcourage zeigen, die sollen den Mund aufmachen. Diejenigen, die wirklich gegen die Unterdrückung der Minderheit was tun möchten, die sollen nicht nur laut werden, die sollen schreien. Wenn er schreit, dann kann mit gutem Gewissen nicht schlafen. Das heißt, Sie wünschen sich, dass mehr Menschen tatsächlich auch mal auf die Straße gehen und friedlich, laut ihre Stimme für die Menschenrechte und gegen das Unrecht oder gegen Unrecht und für Menschenrechte angehen. Selbstverständlich. Das ist solange, dass unsere Grundgesetzung erlaubt, solange unsere Gesetzung erlaubt, dass wir in Frieden demonstrieren, mit Frieden unsere Meinung sagen, da bin ich überzeugt, das werden wir machen. Und das gehört einfach zu unserem Menschenrecht, das gehört zu uns. Das ist eine Wert und Schätze in einer Gesellschaft. Schätze, Werte einer Gesellschaft sind Menschenrechte und Demokratie. Nicht die schöne Straße, nicht die schöne Gebäude. Wenn ein möglicher Arbeitgeber oder vielleicht ja auch jemand, der helfen kann, zusieht, mit, unter welcher Adresse, bei welcher Adresse kann ein Mensch mit ihm Kontakt aufnehmen? Ja, wenn es um Arbeit geht, Sie können sich auch mit mir in Verbindung setzen unter der Adresse Goldesteinstraße 133 60 528 Frankfurt. Mein Telefonnummer ist auch 0157 86 85 5859. Und man kann sie auch via E-Mail erreichen. Selbstverständlich. Meine E-Mail ist crst@frinet.de. Kann man vielleicht die Adresse zum Mitschreiben? Ja, selbstverständlich. Ja, ja. Hier, können Sie die Adresse nochmal nennen? crst@frinet.de. Und dort können Menschen Kontakt mit Ihnen aufnehmen, falls eine Hilfemöglichkeit vorhanden ist. Ja, selbstverständlich. Wenn Sie Fragen haben, wenn oder Sie eine eben Hilfe auch haben. Vielleicht ein Stellenangebot. Wenn Sie ein Stellenangebot haben oder wenn Sie Fragen haben, sehr, sehr gerne, Sie können sich mit mir in Kontakt setzen.
Sie hatten zuvor schon angesprochen, dass Sie notfalls auch internationale Wege gehen wollen. Deutschland und Frankreich gelten ja als Motor der Europäischen Union. Können Sie sich auch vorstellen, beispielsweise als Arzt in Frankreich, was ja jetzt nicht weit von hier entfernt ist, eine Fahrstunde von hier entfernt, in Frankreich als Arzt Menschen zu helfen? Ja, selbstverständlich. Aber wenn ich denke, dass in Deutschland so viele Ärzte gebraucht wird und eigentlich Mangel an Ärzte gibt es nicht. Ich glaube, wenn ich keinen Eintrag bei der Verfassungsschutzbehörde hätte, dann hätte ich selber auch nachsuchen können, selber es wählen müssen, wo ich überhaupt arbeiten möchte. Darum geht es. Es geht um einen falschen Eintrag, der durch Verleumdung zustande gekommen ist, dass das verhindert, dass ich hier arbeite und mich weiterbilde und so weiter. Es geht nicht um Arbeit. Es geht um Arbeit, wenn ich nicht da hier und da woanders. Es geht um meine Rechte als Mensch. Darum geht es. Und da, meine Rechte wird hier mit dem Fuß getreten, ohne irgendwelche Gründe dafür gibt. Weil die Verfassungsschutz wohl einen Fehler gemacht hat, will diese Fehler nicht praktisch zugestehen. Können Sie als Arzt verstehen, dass es Mitarbeitern von Behörden, auch deutschen Behörden, schwerfällt, offen sich jetzt beispielsweise auch vor der Kamera zu setzen, zu sagen, einen Fehler zuzugeben? Das ist selbstverständlich. Insbesondere bei der Verfassungsschutzbehörde finde ich sehr schwierig, dass sie einen Fehler zugeben, weil sie denken, dass sie nie einen Fehler machen. Besonders die sprechen immer von einem von oben nach unten. Die haben eine gewisse Arroganz, dass man auch denen sagt, dass die auch diese Fehler oder anderen Fehler gemacht wurden. Die wollen das nicht zugeben, wie Ansehen auch nicht zugeben wollen. Das gebe ich ihnen zu, dass sie auch nicht vor der Kamera oder sogar ohne Kamera auch zugeben werden. Aber trotzdem, irgendwann ist die Sache neue Dimensionen findet, dass man sagt, ja, was hatte er Celeste davon, was hatten wir davon, das ist ein Fehler zustande gekommen, wir sollen diese Fehler zustehen. Wir sollen auch auf dich setzen, den Schaden ersetzen, was der Erzrechtin zusteht. Wir wollen den Eintrag nach dem Gerichtsbeschluss, die zustande gekommen ist, schließen, löschen und sollen wir uns an Demokratie passen einfach oder anpassen. Glauben Sie, dass eine Wiedergutmachung, eine Rehabilitation privat und beruflich für Sie noch in Deutschland möglich ist? Für mich vielleicht weniger, aber es geht nicht um mich. Ich glaube, wenn ein Fehler zustande gekommen ist, wenn das verhindert wird, dass es noch weiter fortschreitet, ich denke, das wäre schon ein großer Fortschritt, das wäre schon ein großes Gewinn. Es geht nur darum, dass hier die Sache des Grundgesetzes, unser Grundgesetz wird in die Frage gestellt. Unsere Gerichte beschlüsse, die werden in die Frage gestellt. Und da fragen wir mal, ich frage mal einfach, dann, wenn so ist, dann warum gehen wir gegen den Verfassungsgericht vor das Gericht? Warum sollte ich dann gegen den Verfassungsgericht gehen, wenn die Entscheidungsgericht nicht akzeptiert wird? Wenn die Verfassungsschutzbehörde meine Rechtsanwälte auch beeinträchtigen, meine Rechtsanwälte auch beeinflussen für ihr Engagement, für mich, dann sage ich, warum niemand einfach eine Rechtsanwalt, wenn man gegen die Verfassungsschutzbehörde Probleme hat. Entweder schafft man ein Gesetz, dass das Gesetz einfach umgesetzt wird, oder dann sagt man nein, von vornherein gegen die Verfassungsschutzbehörde brauchen sie gar nichts unternehmen. Die können machen, was sie wollen. In ihrer Hand ist alles erlaubt. Sogar Fehler ist erlaubt, sogar Verleumdungen sind erlaubt und so weiter. Darum geht es. Hier geht es um ein gewisse Menschenrechte, gewisse Recht, das den anderen Menschen zusteht. Grundsätzlich können Sie sich auch vorstellen, in einem europäischen Land außerhalb von Deutschland Menschen zu helfen? Selbstverständlich, aber es ist nur generell schon. Aber für mich ist das, warum sollte ich das tun, wenn ich hier gebraucht werde? Nur darum geht es. Warum soll ich mich hier wegjagen lassen? Dass ich sage, hier kann ich nicht und dann soll ich nach England gehen, soll ich nach Frankreich gehen oder soll ich nach
zum Beispiel Holland gehe und da zu arbeiten. Es geht nicht um Arbeit, es geht um Recht. Ich bin Deutschland und die Menschen hier sehr verbunden und ich möchte für deutsche Recht, für die Menschen in dieser Gesellschaft auch mich widmen und ihnen helfen. Ich habe gesagt, Demokratie, diese Gesellschaft ist im Wert und Schätze dieser Gesellschaft. Und ich will das nicht, diesen Kampf einfach aufgeben und in einen anderen Staat ziehen und dann sage ich, ja. Und ich möchte in einer anderen Stadt einfach arbeiten. Arbeiten, ja. Aber Arbeit ist nur ein Element von vielen. Ihnen geht es um Gerechtigkeit? Selbstverständlich. Und ja. Menschenrechte? Selbstverständlich. Darum geht es. Ich glaube, Sie wissen schon, dass im Zweiten Weltkrieg viele Leute, die im KZ auch umgebracht worden sind und ins Leben gekommen sind, die waren auch Ärzte, Ingenieure und auch in hohen Positionen. Und die haben auch ihr Leben eingesetzt, die haben ihr Leben verloren und viele Menschen im Zweiten Weltkrieg gegen das Hitler-Regime auch ihr Leben eingesetzt haben, gegen die Ungerechtigkeit, damit wir auch Demokratie finden konnten. Und die waren auch Ingenieure, die waren, man soll nicht nur opportunistisch denken, man soll irgendwann denken, dass hier diese Gesellschaft gehört mir und ich gehöre zu dieser Gesellschaft, beides zusammen. Solange ich Ihnen gesagt habe, solange ich fest überzeugt bin, dass die Menschen in dieser Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft, in dieser Gesellschaft antifaschist sind, dann bin ich überzeugt, fest überzeugt, dass wir den Kampf gegen den Rassisten, gegen den Antisemiten gewinnen werden. Da zweifle ich nicht. Gutes Wort. Ich danke für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen nur das Beste für die Zukunft. Bitte, bitte. Und wünsche Shalom. Bitte, Shalom. Ja, guten Tag. Mein Name ist Afshin Seresti. Ich bin ein deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund aus dem Iran. Ich engagiere mich für die Menschenrechte. Und ich bin auch Arzt und würde ich sehr gerne auch anderen Menschen helfen. Ich helfe seit Jahren für die Migranten, für die Asylbewerber und Asylanten, dass sie auch in diese Gesellschaft sich integrieren können und integrieren dürfen. Was ist Ihre Hoffnung für Deutschland? Meine Hoffnung für Deutschland ist, dass wir eine offene Gesellschaft aufbauen für alle Menschen, egal von welchem Herkunft, dass sie sich hier entfalten können, dass sie sich hier engagieren können, dass die Gesellschaft eine Gesellschaft ist für alle Menschen, dass sie sich auch alle Menschen dieser Gesellschaft zugehörig fühlen.